Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Ball Fighter Z. Wir sind letztes Mal auf Freezer gestoßen und müssen jetzt gucken, dass wir die ganzen Bösewichte vor C21 kriegen und zambatschen. Dann Gohan, mir wurde gesagt, dass du mit Piccolo trainiert hast. Kannst du wieder kämpfen? Also, ich glaube, ich bin besser geworden, seitdem Freezer das letzte Mal wieder aufgetaucht ist. Nicht gut genug. Dieser Frieden hat dich faul und verweichlicht werden lassen. Wenn du ein Saiyajin sein willst, dann reiß dich gefälligst zusammen und behalte dich auch wie einer. Du sagst zwar, du trainierst wieder, aber ich sehe keine Beweise dafür. Echt? Nimm mein Training aber sehr an. Wenn das stimmt, dann sollst du dich nicht von einem Weicheinem wie Piccolo und Kakarot trainieren lassen. Trainier du mich doch, Vegeta. Der ich? Sei nicht, aber du kannst alleine trainieren. Weißt du, in mancher Hinsicht bist du noch wesentlich brutaler als Piccolo es je war. Das reicht jetzt. Zeit zu kämpfen. Ja, Piccolo war richtig hart. Nicht in der Serie. Aber Piccolo war cool. Oder ist cool. Captain Ginyu, Vegeta und Freezer Klon. Ja, dann let's go. Ne? Das wäre die ganze Block-Scheiße. Mann, jetzt gibt halt eine Stelle. Oh, Mann. Nervt mich jetzt. Jetzt. Spitzentraining. Verstärke dich und deine Verbündeten kurzzeitig mit einer Funkenexplosion, indem du B oder. Uiuiui. Drücke oder wenn du den Angriff eines Gegners blockst. Achso. Ja, wir blocken jetzt nicht. Keine Zeit ist dafür. Zack. Risa, damit. Ach ja. Dann hier. Final Flash! Das ist normalerweise, oder? Ich hätte es gern, dass man die, wenn man die KI auflädt, dass er dann zum Super Saiyajin wird. Das wäre, ich muss echt gucken, Leute. Ja, wir gehen direkt dahin, bei den Gotenks. Wie gesagt, wir gucken, dass wir relativ zügig die Story durchkriegen. Das sind die Jungs. Sie sind verletzt. Gotenks und Trunks. Son Goku, sieh nur einen Gegner. Es sieht nicht so aus, als würde er uns ohne einen Kampf gehen lassen. Wird er nicht, wir müssen ihn erledigen. Oh, oh, oh. Gotenks, Gotenks. Level 14. Ja, die werden jetzt schon ein bisschen härter. Aber alles noch machbar. Es geht hier immerhin um Gotenks. Also, die Sachen werden wir auf jeden Fall alle machen. Rettungsaktionen und sowas. Ja, das ist jetzt echt ein bisschen zu gut.
Oh, Vegeta, ja, voll. Jetzt geht's ab. Alter. Oh. Ja. Hallo, Alter. Und ja, ich hab wieder einen hingekriegt. Und durchgeschossen. Der Störungsfinisher, oder? Ja. Ja, so langsam habe ich so gut. Tanks ist jetzt spielbar. Müssen wir mal gucken, welche Stufe Gotenks ist. Oder ich denke mal, das wird deutlich stärker sein als Gohan. Trunks, was macht ihr denn alle hier? Oh, Trunks, ich bin froh, dass es dir gut geht. Es ist kein Ordnung. Wo ist zum Gohan? Oh, hi Piccolo. Hör zu, ihr zwei, ihr muss... ich muss euch etwas erklären. Das bedeutet, dass wir ohne Verbindung nicht kämpfen können. Was? Dann lebt so ein seltsamer Fremder in meinem Körper? Vergiss es, nein. Das wollen wir nicht. Wir müssen nur fusionieren, dann können wir kämpfen. Du hast recht, Trunks. Zeigen wir ihnen, wie stark wir geworden sind. Okay, bist du bereit? Ja. Jan. Ha! Mach dich bereit. Du bist gleich Zeuge meiner großartigen Macht. Go Tanks! Welchen Move soll ich einsetzen? Oh, ich weiß es. Also los. Bubu, Ladungsvolley. Ist es, du hast niemanden, der dabei sein könnte. Aber ich wollte es dir so gerne zeigen, Piccolo. Wäre etwas weniger großartiger, besser. Wir sitzen sich im Flugzeug. Wunderschlag. Sag doch, du brauchst eine Verbindung. Ohne die kannst du nicht fliegen. Ganz einfach. Nö, sieh her. Weit zu fliegen. Komm schon, fliegen. Ich sagte, fliegen, verdammt. Fliegen wie ein Vogel. Was ist hier los? Du verschwendest deine Energie. Du musst dich verbinden. Sieh es ein. Im Ernst? Gotenks. Ja, der ist Level 12. Wir werden auf jeden Fall nie Son Goku wechseln. Das machen wir auf jeden Fall. Warte mal, wo kann ich denn... Ja, ich will mal mit Gotenks kämpfen. Gehen wir hier hoch. Und direkt dahin. Lass mal weiterkommen. Yalla! Da ist er, Gotenks. Goku und Vegeta. Das ist Wahnsinn, wir kämpfen zusammen. Aber Moment, wie soll ich die Typen nennen? Son Gotenks Papa ist für Trunks einfach nur Son Goku. Und Trunks Papa ist für Son Goten einfach nur Vegeta. Also, was meint ihr? Wie soll ich euch beiden nennen? Zu mich? Du bist ein Erwachsener, du sollst uns also dabei helfen. Schwierige Frage. Son Gotenks Papa, aber nicht Trunks. Also, hey Vegeta, was denkst du? Mir doch egal, hör auf meine Zeit mit so einem Unfug zu vergeuden. Jetzt hast du den Salat. Wow, Kakarot! Jetzt ist Zeit zum Ausruhen. Keine. Tut mir leid, Vegeta. Mann. Na, konzentriere dich einfach auf den Gegner vor dir. Kämpfen wir jetzt direkt gleich mal von Anfang an mit Gotenks? Glaub ja, ne? Nappa und Ginyu. Den. Oh ja. Nice. Hey, was ist denn? Komm, die. Hallo? Oh, nice. So einer bist du also. Beim Gotenks zu kämpfen ist echt ein bisschen weird.
Oder was heißt du jetzt? Mr. Ginyu. Turn. Und Kamehame. Zack. Zerstörungsfinisher. Ja, die waren jetzt ein bisschen schwerer. Was muss man denn lassen? Okay, das tauschen wir mal wieder, das Gotenks. Ne, mit Gotenks komme ich irgendwie nicht zurecht. Guten Appetit. C21 ist unersättlich. Okay, das ist jetzt aber wo ganz... Ja. Kaioshin, oder? Gosendo-sama. Ja. Was hältst du davon? Rau Kaioshin. Ich spüre etwas Schlechtes, etwas Furchtbares. Es fühlt sich fast so an, als hätte jemand alle Krieger der Erde zu einem zusammengefügt. Alle Krieger der Erde? Das sind nicht alle. Frieza und dieser Android Cell. Sogar Buu, die schrecklichen Bösewichte, die unsere Freunde besiegt haben, scheinen zurückgekehrt zu sein. Auch wenn wir nichts dagegen unternehmen, könnte alles völlig außer Kontrolle geraten. Das ist ja furchtbar. Leider haben wir kein Pferd in diesem Rennen. Die Götter halten Wache. Ganz einfach. Wir müssen nur daran glauben, dass unsere Freunde es schaffen. Son Goku, du schaffst das. Ja, das müssen wir noch gucken, ob wir das packen. Aber wir sind... Die bearbeiten. Wo geht's direkt zum Hauptfight? Da hinten. Gehen wir da runter. Rampa batschen. Visa batschen. Und dann dahin. Ja doch, die werden stärker. Wir sind 12, da ist 19. Eieieiei. Da, du, so langsam noch funktioniert und mir noch... Gib mir das so durch. Krieg das hin. Mit meinen Moves und Kombos. 11.000 Leben. Ah ja, ich weiß doch. Mäßig. Tag mit mir. Ja. Au, du kleine Fischviech. Ja, bis Leben abgezogen. Ist mal KI-Ladung Stufe 1. Ja, okay, voll geheilt. Passt. Ist mal, haben wir da neue Sachen? Ich glaube nicht. Wie schaltet man die frei? Muss man die frei kaufen oder? Wie kriege ich die? Ich habe immer nur Stufe 1. Aber ich muss die frei kaufen oder so. Muss ich mal gucken oder nachlesen. Oh, Cutscene wieder. Kleine. Ich mag die Frau nicht besonders, aber ich sollte mich wohl bedanken, denn ich habe dank ihr die perfekte Gelegenheit, euch beide Außenseite uns loszuwerden. Das gleiche dachte ich gerade über dich. Kann endlich mit eigenen Händen zermalmen. Na gut, wenn du unbedingt sterben willst. Warte mal. Was willst du denn, Kakarot? Halt dich da raus. Man hat gesagt, dass du zuerst kämpfen darfst. Vegeta, das ist unfair. Interessiert es, geh mir nicht auf die Nerven. Du bist mir schon beim letzten Kampf gegen Freezer in die Quere gekommen, falls du das vergessen haben solltest. Ja, na gut, tut mir leid, aber wie du hoffentlich nicht vergessen hast, hatte ich keine Wahl. Ja, komm, wir
Komm mir einfach nicht in die Quere, dann sind wir quitt. Ich doch vorhin gerettet, Sylvie, als du K.O. warst und Freezer dich angegriffen hat, habe ich das abgewehrt und dich gerettet. Nauze! Warum musst du eben darauf herumrennen? Mir ist das alles egal. Lass mich einfach kämpfen. Sei nicht so wie Gitarre. Lass mich einfach etwas gegen Freezer kämpfen, okay? Etwas? Sehe ich aus wie ein Idiot? Lass mich einfach kämpfen. Ja, vielleicht nervt mich dieses Kabel unter Halbstarken mit anhören zu lassen. Das kann ich bei euch dämlichen Affen echt nicht ausstehen. Wenn ihr beides unbedingt gegen mich kämpfen wollt, dann vernichte ich euch eben zusammen. Zerquetsche euch beide mit bloßen Händen. Nein, Freezer. The battle's about to start. Good luck. Das wirst du nicht. Und das zeigen wir dir jetzt auch. Ready? Go! Go! Okay, mal das. Au. Das ist nicht sehr nett, was du da machst. Unten kann er, ja. Au. Oh, ich hab's wieder hingekriegt. Ja, besser. Ja, ich freue mich über sowas. Ich weiß, wann ich nichts hingekriegt habe, aber egal, ich hab's hingekriegt. Auf. Mit. Gut, was war denn das? Komm, lad dich auf. Lad. Warum dauert denn das noch jetzt? Jetzt nochmal hin. Oh, sogar mit K.O. Ah, geil. Siegerfahrung erhöht, Stufe 1. Oh, langt. Ah, ne. Langt nicht ganz zum Auffüllen. Ab geht's. Ja, Kampf rein. Auch wenn ich das jetzt noch besser hinkriege mit diesen Kamehamehas und sowas. Leute, dann. Oh, dann geht's richtig ab. Halt, warte mal. Warpkame, Super Kamehameha. Meteorkracher. Kostet 3, kostet 1. Das, was ich gemacht habe, war, glaube ich, ein Super Kamehameha. Meteorkracher. Kostet 3 KI-Balken. Also gut. Dann. Ich muss mich aufladen. Lad. Ich muss einen Meteorkracher hinkriegen. Oh, das war. Leute, ihr habt's gesehen, das war ein Warp-Kamehameha. Oh yeah! Muss ich nur noch den Meteorkracher hinkriegen? Dann bin ich zufrieden. Au! Auf mit dem Scheiß! Wir müssen Meteorkracher geben! Komm schon! So. Das war ein Super Kamehameha. Das war ein Warp Kamehameha. Ich werde besser. Leute, ich hab. Wow. Ich muss aufpassen auf meine Life Points. Amazing!
das war Fame, ich wollte eigentlich wechseln. Ich hab dann auf meine Life Points geachtet. Boah, da habe ich jetzt echt eine Waffe gehabt. Shit, jetzt ist Son Goku kaputt. Aber wir müssen normalerweise in eine neue Stage sein dann. Oh nein, das habe ich voll. Das habe ich jetzt richtig verkackt, nicht, aber ich habe es vergessen. Weil ich so mit meinem Super Meteor-Kracher da beschäftigt war. Da zwackt sie sich Nappa. Die hat eine komische Zunge. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen 24. Wie ich hörte, haben diese Ginyu-Versager auch nicht viel drauf. Naja, man darf nicht zu wählerisch sein. Und du, warum schaust du aus der hintersten Reihe zu? Ich gebe dir einen VIP-Platz. Ach, du wuchtest also die ganze Zeit über? Natürlich, warum habe ich dich wohl zusehen lassen, wie ich diese Schwachkopf zerfleische? Das war ein Vorgeschmack auf das, was mit dir geschehen wird. Und schon aufgeregt? Du wirst wesentlich mehr Probleme haben, wenn du vorhast, dich an mir gütlich zu tun. Wie es aussieht, hast du allerdings deine tägliche Kalorienmenge überschritten. Dann machst du lieber eine Weile Diät. Nicht, dass du noch Bauchweh kriegst. Du siehst lecker aus, als wäre das doch gleich. Ach ja, Nappa. In was soll ich dich verwandeln? Hä? Was zum... Keine Angst, ich mache es kurz und schmerzlos. Ist sie so schnell so stark geworden? Bei unserer letzten Begegnung hatte ich nicht mal die Hälfte meiner Stärke. Diesmal möchte ich es wirklich versuchen. Dann decken wir mal den Tisch. Es ist Essenszeit. Ist Cell weg? Jetzt müssen wir ganz dahinter latschen. Dann machen wir. Ja, okay, wir haben wieder. Oha. Hey. Wir sind wieder volle Life Points. Dann gehen wir jetzt da runter, dann gehen wir jetzt einmal rechts außen rum. Weil zu retten gibt's keiner, also von daher. Ich glaube, so ist es auch besser für euch. Es sind zwar ein paar Kämpfer, aber trotzdem genügend Cutscenes noch dabei. Ich denke, nur die Kämpfe ist jetzt auch nicht so spektakulär. Vielleicht irgendwann, wenn ich richtig die Kombos hinkriege. Oh, der wäre gut gewesen. Ey. Yes. Immer noch diesen blöden Schleim noch im Hals. Oh, nein, nein, nein. Ah, aufpassen. Ein Scheiß wieder bauen. Wap! Wap, 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 wap. Weg. Bam am Boden. Mach mal schön, ich muss tanken. Leute, der, ey, komm, also das müsste ich zugeben, der Move war geil. Der war richtig nice. Komm, ah Mann, ich hab's immer hingekriegt. Au, 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 au. Na halt so.
Ranks, ja, Stufenaufstieg. 14, 14, 14. Nice. So, gehen wir darum. Nochmal Napa hauen. Napa gegen Jungen Cell kloppen. Vielleicht kriege ich jetzt, ich wechsle mal auf Vegeta. Vielleicht kriege ich mit Vegeta auch ein paar Sachen hin. Aber erst brauchen wir Ki wieder. Was, der ist schon im Boden? Block. Geh weg, ich stell dir eine. Ja, ja, ja. Zack. Und... Next am Boden. Jetzt müssen wir genügend Ki haben. Kriegen wir es hin? Ob wir jetzt da irgendwelche idiotischen Aktionen. Komm schon. Boom. Final Shot. Und. Ah, ne, da war keiner. Hey, irgendwie habe ich eine. Ja, klar. Nach unten, schnell nach oben, nach unten. Dann habe ich, glaube ich, einen Final Shot hinkriegt. Wie gesagt, ich bin da noch am Rumexperimentieren. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus als vorher, wo wir gekämpft haben. Nimmer so willenlos einfach nur Y drücken. Und gut, sieht es wahrscheinlich immer noch aus, aber. Mit mehr Aktion. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, um es irgendwie rechtfertigen zu können. Hör auf, den Key aufzuladen, ich glaube, das bringt schon. Hallo, hau mal in die andere Richtung ab. Boah, shit, das war ein Fehler. Ja, ich krieg's wieder nicht mehr hin. Nee, jetzt krieg ich's gerade wieder nicht mehr hin. Ach, geil. Komm nochmal, Mann. Ja, doch. Au. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Shit. Oh shit, das war jetzt der falsche. Egal. Kämpf mal mit Go-Tanks. Dann kämpf mal mit Go-Tanks, was soll das? Komm. Ich will auch dein Spezial-Move sehen. Nee, er will einfach nicht. Er will gerade einfach nicht. Dann halt so. Ganz einfache Sache. Gesundheitsregenerationsbonus Stufe 4 K.O. Bonus. Ja, nicht ganz volles. Ja, doch. Yes, wegen K.O. Bonus. Stimmt. Nice.
Verteidigung Stufe 1, Belohnung. Wir kriegen aber auch immer nur Belohnung 1. Mit 21. Uiuiuiui. Jetzt wird's ernst, ne? Jetzt wird's langsam ein bisschen arg, wenn die da knapp 6 Level über mir sind. Aber egal, wir kriegen das hin. Ein guter Dinge. Zack, die Kombo geht immer. Nach unten schleudern. Ach, Mann. Okay, auch. Okay. Ist in Ordnung, Bro. Hallo. Jetzt ist gut. Nein. Kleine Ratte, ey. Getreten ins Gesicht. Oh ja. Oh ja. Verdammt. Ich hab's doch grad. Hat's doch grad irgendwie gemacht. Mann. Ist am Boden. So, dann machen wir dann Cash mit Vegeta. Zack. Oh, okay, okay. Nee, ich wollte eigentlich. Ich wieder gewechselt. Ich wollte eigentlich gar nicht wechseln auf den Goku. Na, dann halt ebenso. Dann gab es halt diesmal kein Super Kamehameha. Muss ja nicht immer geben. Yes, Stufe 15, Stufe 16. Nice. Vegeta ein Boost oder sowas? Hm. Oh, in der Wüste. Oh, shit. Okay. Das ganze Inju Sondereinsatzkommando erlegt. Ein Muffin, ein Donut. Was ist mit Cell passiert? Hat das Cell auch gegessen? Das wäre überhaupt nicht gut. Yum, yum, yum. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ich vergebe eine solide 40, aber trotzdem noch weit von Cell entfernt. Moment, du hast also Cell einen Bonbon gemacht? Das erklärt deinen drastischen Kraftanstieg. Der Insektenjunge hat's verdient. Der perfekte Organismus, eher der perfekte Volltrottel. Ach, sei nicht zu hart zu ihm, er hat sein Bestes gegeben. Leider konnte auch die größte Anstrengung ihm nicht klar machen, dass er schwach war. Apropos, bist du auch nicht so besonders? Du kannst ja sogar Witze machen. Deine Programmierung kennt also mehr als nur einen Heißhunger. Wie bitte? Ich habe keinen Heißhunger. Ich bin einfach nur mit einem anspruchsvollen Gaumen gesegnet. Gut, da das jetzt geklärt ist, würde ich dich gerne essen. Moment, nein, streich das. Deine Witze sind furchtbar. Du musst wohl in die Hölle daran arbeiten. Ich glaube, das... Lisa... Ist das alles was? Was für eine Enttäuschung. Das ist Essenszeit. Holy shit. Okay, die hat das ganze Ginyu-Kommando gefuttert. Die hat Freezer gefuttert jetzt. Oh, das ist ja köstlich. Klone kommen an das Original nicht dran. Bio ist besser. Der frische und lecker, sowas Gutes habe ich noch nie gegessen. Das ist eine glatte 80. Es wird wohl Zeit sein, Goku seinen Freunden einen Besuch abzustatten. Wow, sie konnten Vegeta aufwecken. Wie ich sehe, trommeln sie ihre Freunde zusammen, um mich zu besiegen. Ich hatte gehofft, sie zu verputzen, während sie sich nicht bewegen können, aber so wird es auch. Immerhin ist das beste Essen frisches Essen. Oh. Was? Geduld, Geduld, ich habe schon so lange gewartet. Wir müssen stärker werden und dann kann das Fest mal beginnen. Ihre Stärke, wie sie sich winden, wie Schreie. Ach, die perfekte Würze und das perfekte Mal. Was er aber, glaube ich, noch nicht gecheckt hat, ist, dass Buu auch eigentlich noch da ist. Also Majin Buu ist ja da. Den haben wir ja gerettet.
Okay, wir sind da hinten. Wir können da lang, da lang, da lang und dann da lang. Aber zur Welt des Aioshin der Zeit. Der letzte Kampf. Kapitel 9, Karte 14. Wir beenden diese Folge hier. Kommentiert, abonniert, liked, aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann das nächste Mal. In dem Sinn, ciao, ciao.